Couch, der Schmerztalk von Best Basis effektiver Schmerztherapie. 3, 2, 1 und los geht's. Hallo, hier ist wieder Couch, der Schmerztalk. Die erste Folge im neuen Jahr, die erste Folge 2021. Wir gehen in das zweite Jahr mit diesem Format. Da freue ich mich echt drüber. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir sowas mal machen und so konsequent machen, aber umso cooler. Also feine Sache. Heute mit meiner Wenigkeit, Christoph Schwertfellner und mit Stefan Meyer. Hallo Stefan. Hallöchen. Ziemlich spät, aber auch ein gesundes Neues von mir. Ja, ich glaube, wir sind alle soweit gut ins neue Jahr gestartet. Wir hatten eine kleine Weihnachts-Winterpause, das hat mir persönlich sehr gut getan, einfach mal den Kopf ein bisschen auszuschalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie du die Zeit verbracht hast. Wir haben noch gar nicht so viel sprechen können. Aber ich glaube, du bist da auch ganz gut rübergerutscht. Ja, ich bin gut rübergerutscht. Es ist alles ziemlich ruhig gewesen. Die aktuellen Umstände haben ja dazu eingeladen, die Feierlichkeiten im kleinen Kreis durchzuführen. Und so gab es dann einen kleinen Spieleabend, Silvester und pünktlich Schlafenszeit. Ja, man kann das bei uns auch ein bisschen so zusammenfassen. Das ruhigste und langweiligste Silvester. Nö, langweilig ist falsch. Das ruhigste Silvester seit langem. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, möchte ich hier auch mal sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich das mal sagen höre, aber das war auch mal ganz erholsam. Ja, hat so Vor- und Nachteile. So ist es. Wie bei so vielen Dingen. Es gibt immer verschiedene Blickwinkel, aus denen man etwas betrachten kann. Da möchte ich auch gleich überleiten zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen heute über Phantomschmerzen. Warum tut denn da was weh, was eigentlich gar nicht da ist? Das ist ein Thema, das immer wieder fasziniert, das ich auch gerne in der Praxis mal nutze, um Dinge zu verdeutlichen, um einem Patienten, der vielleicht mit Phantomschmerzen gar nichts zu tun hat, vor Augen zu führen, dass Schmerz mit dem Zustand des Gewebes gar nicht unbedingt was zu tun haben muss. Man macht es so leicht hin und ich denke, fast jeder oder im Prinzip jeder hat auch schon mal gehört, dass es diese Art von Schmerzen und Empfindungen gibt. Aber was da so dahinter steckt und dass man es möglicherweise auch behandeln kann, das ist häufig gar nicht so bekannt. Und da bietet sich das auch als Thema jetzt wirklich an. Stefan, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte was sagen, das stimmt. Menschen, die keine Phantomschmerzen haben, ich finde das ein interessantes Thema. Also Menschen, die keine Schmerzen haben, wenn man Menschen, die Schmerzen haben, unter anderem das Beispiel Phantomschmerz mit reinbringt. Gerade wenn ein Patient in einer Aufklärung, was ihr Schmerz bedeuten kann, vielleicht den Eindruck hat, dass er sich was einbildet. Ja? Ich finde, da ist eine kleine Überleitung über Phantomschmerzen gar nicht so schlecht. Nicht, dass es jetzt ständig gemacht werden muss, aber ich erkläre mal, wie ich das meine. Wenn ja zum Beispiel jemand ziemlich lange Schmerzen im Fuß hat und langsam schon so an seiner eigenen Kompetenz in der Einschätzung der Lage zweifelt, wo er selber sagt, naja, also gestern war es nicht da und ich konnte auf dem Bein springen und heute ist es wieder da, langsam komme ich mir doof vor. Na? Also es kann doch nicht sein, dass ich mir das hier einbilde mit dem Schmerz. Ja, also er zweifelt tatsächlich an diesem Gefühl oder wie er es einschätzen kann, weil er es noch nicht versteht. Er hat seinen Fuß noch. Bei einem Menschen mit Phantomschmerzen ist das ja ein bisschen anders. Der hat ja seinen Fuß, wenn es jetzt um den Fuß geht, den hat er ja nicht mehr. Also er hat keine Sensoren in dem Bereich, die aus alten Schmerzerklärungsmodellen
dazu führen könnten, dass ein Schmerz entsteht. Warum tut es denn aber weh? Ne? Wir haben so viele Dinge, die uns Stellung des Gelenks und auch Spannungszustände, Temperatur, chemische Zustände die ganze Zeit nach oben schicken zur Hauptsteuerzentrale. Und die Hauptsteuerzentrale kann unter anderem dieses Schmerzgefühl erzeugen, und zwar auf eine ganz bestimmte Stelle. Und diese Stelle wird nicht wieder im Körper zum Fuß geschickt, sondern auf einer Landkarte, bei der Steuerzentrale. Auf eine Landkarte, und jeder Schmerz wird auf eine Landkarte geschickt oder wird da gebildet, hinprojiziert an eine bestimmte Körperstelle auf der Landkarte. Und nur deshalb können halt auch Phantomschmerzen existieren. Dadurch kommen Gefühle zustande, die außerhalb des eigenen oder der eigenen Körpergrenzen zu spüren sind. Ich würde jetzt sagen, jein. Außerhalb der jetzt existierenden Körpergrenzen. Die Körpergrenzen, die im Gehirn abgebildet sind, schließen das im Normalfall mit ein. Dann bist du meiner Einladung gefolgt. Das ist wie ein Lehrer, der sagt, ich habe das nur an die Tafel geschrieben, damit ich sehe, ob ihr meinen Fehler bemerkt. Genau. Ich fasse jetzt kurz zusammen. Vielleicht sollten wir ganz kurz auch den Begriff Phantomschmerz definieren. Haben wir noch gar nicht, ne? Das haben wir noch gar nicht. Wir sind gleich voll drauf los, oder ich bin gleich vorgeprescht. Wir sprechen von Schmerzen, die man in einem Körperareal hat, das nicht mehr da ist oder vielleicht noch nie da war. Also jemand hat Schmerzen in der Hand, obwohl er keine Hand besitzt aktuell, oder im Finger. Die sind relativ häufig von Amputationsverletzungen betroffen. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass Phantomschmerzen auch nicht so selten vorkommen bei Menschen, die ohne dieses Gliedmaß geboren wurden. Was auch da einige Denkanstöße mit reingebracht hat. Beschrieben wurden Phantomschmerzen schon vor einigen Jahrhunderten. Es gab ja immer wieder Kriege und Ähnliches, wo es zu vielen Verletzungen kam, nach denen den Leuten eben auch ein Bein, ein Arm gefehlt hat. Und die haben das auch beschrieben. Also hier tut der Finger weh oder der Finger macht irgendwas, der ist zu spüren, obwohl er nicht mehr da ist. In verschiedenen Situationen mal mehr, mal weniger. Man wusste schon, dass es das gibt, aber man konnte sich's lange nicht gut erklären. Also ich weiß auch von Patienten, die in der heutigen Zeit oder vor nicht allzu langer Zeit auch immer noch von Ärzten gesagt bekommen haben, ja, das bilden sie sich ein, sie können keine Schmerzen haben, wenn da nichts ist. Was mich echt schon wundert. Ich meine, das ist jetzt nichts Unbekanntes. Wir haben das gerade so vorausgesetzt, aber es ist wohl nicht so viel darüber bekannt. Und das gilt jetzt nicht generell nur für Leute, die damit nicht direkt zu tun haben, sondern auch für vermeintliche Experten. Es wird ja viel gestritten, was die genauen Mechanismen dahinter sind. Also als es so losging mit der Forschung, hat man sich ja eher darauf fixiert, dass das wohl neuropathische Schmerzen sind, also dass Schmerznerven, ich mache hier ganz bewusst Anführungszeichen, also die Denkweise soll das auch ein bisschen verdeutlichen, dass Nerven, die dafür zuständig sind, Alarm zu geben, ja bei einer Amputation verletzt werden. Und diese Nerven bilden dann quasi Knötchen, so kleine Neurome hat man das genannt, und die senden dann quasi fehlerhafte Informationen ins Gehirn und das führt zu einem Phantomschmerz. Es ist auch denkbar, dass das in einigen Fällen so ist, aber wohl gar nicht so häufig. Also gerade diese Menschen, die schon ohne diesen Arm meinetwegen auf die Welt gekommen sind, bei denen erklärt es das halt gar nicht, weil da auch solche fehlerhaften Nerven
höchstwahrscheinlich nicht vorhanden sind oder auch nicht so entstehen, weil hier ja keine Verletzung in dem Sinne aufgetreten ist. Das ist dann schon nochmal kniffliger. Da stößt das Modell ein bisschen an seine Grenzen. Genau. Deswegen geht man von dem auch immer mehr weg. Ich würde es in manchen Fällen nicht komplett ausschließen, aber das ist wohl alles noch ein bisschen komplexer. Entscheidend dafür ist, glaube ich, erstmal zu verstehen, wie Schmerz denn generell entsteht, unabhängig vom Phantom, unabhängig vom fehlenden Gliedmaß. Es passiert ja im Körper irgendwas, bis Schmerzen entstehen. Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Patienten, die Phantomschmerzen haben, Phantomempfindungen haben, manchmal sehr davon profitieren, das ein bisschen mehr zu verstehen, weil das auch diesen Menschen zeigt, dass sie sich das nicht einbilden. Die Kommunikation kann da komplex sein, also das ist nicht immer ganz einfach. Ich hatte mal einen Fall, wo ich das spektakulär in den Sand gesetzt habe. Also wo ich einen amputierten Patienten echt schlecht behandelt habe, möchte ich jetzt schon sagen. Das hat halt einfach nicht geklappt. Ich war viel zu früh mit allem dran. Ich war halt voller Elan und dachte, das passt. Das war ein Oberschenkel-Amputierter, der starke Phantomschmerzen hatte. Und ich habe halt die Explain-Pain-Keule rausgeholt, habe ihm erklärt, wie der Schmerz funktioniert und er hat halt zugehört. Was blieb ihm auch anderes übrig. Und am Ende habe ich einen Spiegel hingestellt und quasi über den Spiegel die Illusion erzeugt, das Bein wäre wieder da. Die Folge war, dass er das emotional überhaupt nicht verkraften konnte. Er fühlte sich an das Bein, an den Unfall erinnert und so weiter. Das war echt heftig für ihn. Also er ist total entgleist, hat geweint, konnte das überhaupt nicht annehmen. Und es war ganz sicher nicht seine Schuld, sondern da bin ich einfach völlig über ihn hinausgegangen. Ich habe gedacht, ich muss da jetzt gleich alles, ich muss ihn jetzt heilen und habe mich völlig überschätzt, völlig falsch eingeschätzt, auch ihn. Und damit ist es eben voll in die Hose gegangen. Das war auch die einzige Behandlung, die ich mit ihm hatte. Also der wollte auch nicht mehr zu mir, das kann ich auch verstehen. Und ich denke, das ist vielleicht auch das Wichtigste. Ich gebe das jetzt auch mal an dich so weiter. Stefan, fehlt dir irgendein Gliedmaß? Nein, ich habe alle. Denkst du, dass du nachvollziehen kannst, wie Phantomschmerzen sich anfühlen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe ja schon Schwierigkeiten damit, wenn mein Fuß eingeschlafen ist, weil ich auf ihm drauf gesessen habe und ich will loslaufen und ich spüre nichts mehr. Also, wie könnte ich mir das Gegenteil vorstellen, dass der Fuß nicht da ist und ich spüre was? Und ich spüre nicht irgendwas, sondern ich spüre Schmerzen. Ich spüre keinen Umriss meines Fußes, sondern ich spüre Schmerzen in dem Bereich. Kann ich nicht. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Es muss überwältigend, beeindruckend, erschreckend, verängstigend, vielleicht völlig außer Kontrolle sich anfühlen, wenn da ein Gefühl ist, was außerhalb der sichtbaren Körpergrenzen ist. Ja. Und dann könnte ich nachvollziehen, dass der Eindruck entsteht, dass, also ich spreche mal in Patientenpersonen, dass mir die Schmerzen passieren. Dass dieses Gefühl von außen mit mir mitschwebt. Wie meinst du das? Naja, ich kann es ja gefühlsmäßig einer Körperstelle zuordnen, aber dieses Gefühl passt nicht mehr an meinen Körper an. Es ist außerhalb meiner sichtbaren, fleischlichen Hülle, sag ich mal. Soll ich denn ein Gefühl,
unter Kontrolle kriegen. Also zumindest ich, vorausgesetzt, ich weiß schon, dass es ein Gefühl ist und nicht nur etwas, was da ist, außerhalb meiner fleischlichen Hülle. Wie soll ich damit fertig werden? Ich hätte keinen Plan. Ja. Und ich glaube, das ist der entscheidende Startpunkt. Anzuerkennen, wie gemein das ist und wie ausweglos sich das wahrscheinlich anfühlen muss. Total. Und wenn ich mir dann überlege, dass der Weg, den ich vielleicht schon hinter mich gebracht habe, den ich schon gegangen bin, vielleicht ein Schmerzmittel ist und es hat nicht funktioniert. Habe ich dem Arzt erzählt oder irgendwem anders, vielleicht auch schon Gespräche mit dem Apotheker gehabt und die Dosis erhöht wurde. Hat auch nichts gebracht. Dann das Medikament gewechselt wurde, ein stärkeres genommen wurde, was vielleicht auch schon andere Bereiche des Nervensystems mit beeinträchtigt hat, dass ich meine komplette körperliche Wahrnehmung vielleicht schon verändere, aber der Schmerz bleibt. Und wenn ich mir unter Schmerztherapie genau das vorstelle, was mit mir gemacht wird, mir wird ein Mittel gegeben, damit es weggeht. Da hätte ich keine Idee, wohin die Reise gehen kann. Und dann kommt jemand und erklärt mir irgendwas von Schmerzen, zeigt mir einen Spiegel, meinen Fuß. Da ist er wieder. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr überfordernd wäre. Ja. Und genau das ist. Das ist noch nie so ausgesprochen. Das muss echt krass sein. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass es da ganz viel gibt, was diese Leute aushalten müssen, gerade im Umgang damit. Also wenn die am Küchentisch sitzen mit dem Partner, mit der Tante, was weiß ich, und dann erzählen, ja, jetzt habe ich wieder Schmerzen in meinem Daumen, der gar nicht da ist. Und dann sagt die Tante eben, ja, der Daumen ist ja gar nicht da. Oder vielleicht eben auch so der Klassiker, ja, ich habe auch schon mal Schmerzen im Daumen gehabt. Oder der Onkel Hans, der hat es auch mal gehabt. Aha. Das hilft nur dem Betroffenen in dem Moment nicht weiter. Und es wird eben dann manchmal auch kleingeredet. Dabei kann das, wie du es gesagt hast, wirklich beängstigend sein und so einen Menschen wirklich aus der Bahn werfen. Deshalb ist es in dem Bereich besonders wichtig, genau zu befunden, also dem Menschen wirklich zuzuhören und sich klarzumachen, welche Rolle spielt es, in welchen Situationen schränkt ihn das ein, beziehungsweise in welchen Situationen tritt denn dieses Problem überhaupt auf. Ich habe aktuell einen fingeramputierten Patienten, der hat ab und an mal leichte Phantomempfindungen, weiß dann genau, was er tun muss, den schränkt es nicht ein. Der ist auch wegen was anderem da, auch wenn das eigentlich die frischere Verletzung wäre. Dann ist das nicht das Thema. Nur, das kann ja ein Riesenthema sein für andere. Also gerade so eine Beinamputation oder was sehr Traumatisches, das kann extrem im Vordergrund stehen und das ganze Leben einnehmen. Da gilt es dann schon, Verständnis zu zeigen, aber eben in dem Sinne, dass man auch ganz klar immer wieder zeigt, dass man versucht, das nachzuvollziehen, dass man aber als Nicht-Amputierter nicht in der Lage ist, das vollumfänglich nachzufühlen. Das geht nicht. Und vielleicht ist es da nicht schlecht, solche Worte wie "ich verstehe Sie" auch mal nicht zu benutzen. Weil es nicht stimmt. Ja, wir können es einfach nicht. Und wenn jemand seinen Schmerz erklärt oder beschreibt, du hast eben gerade schon die Situation genannt, dass wir ganz genau zuhören sollten, wie dieser Schmerz des Menschen sich verhält, was der vielleicht für einen Sinn ergibt. Und selbst wenn wir glauben, es verstanden zu haben, ist ja gar nicht wichtig, dass wir das verstanden haben. Ich meine, schon wichtig, dass wir den Patienten irgendwo hinführen können oder fragen, Sie meinen, das sieht so und so aus. Aus meiner Perspektive ist da noch ein weiterer Punkt, der Sie vielleicht interessieren könnte oder der Ihnen helfen könnte. So, wenn zum Beispiel, ich nehme einen
Patienten von mir, der hat eine Unterschenkelamputation und hat auch da Phantomschmerzen. Den ganzen Tag ist er mit seinen, er ist schon ein sehr alter Mann, er ist auch mit dem Rollstuhl unterwegs, kann aber gehen, was aufgrund der anderen Beinseite auch nicht unbedingt leicht ist, weil er ebenfalls eine Vorfußamputation hat. Und da hat er auch Phantomschmerzen. Aber es soll erstmal um den Unterschenkel gehen. Er hat also keinen Unterschenkel mehr. Den ganzen Tag spürt er keinen Schmerz bis wenig Schmerz. Aber sobald er die Prothese abnimmt, sich ins Bett legt und die Bettdecke drüber legt, dann ist ein Problem da. Nur dann. Dann ist der stärkste Schmerz, den er sich so vorstellen kann. Wenn er auch so guckt und er sieht das eine Bein und beim anderen sieht er nur, dass die Decke ins Leere fällt, sag ich mal. Wenn er das macht, wenn die Prothese dran ist, hat er keine Schmerzen. Faszinierend. Ja, was willst du da erklären? Also ich finde es schwer zu begreifen, was da passiert. Und manchmal macht er auch so einen inneren oder führt er auch so einen inneren Dialog durch und sagt, ach, nun hör auf rumzuzicken. Und komischerweise kriegt er so auch seinen Schmerz wieder unter Kontrolle. Irgendwas macht er da, um wieder Kontrolle zu übernehmen. Aber wie gesagt, Prothese dran, kein Schmerz bis wenig Schmerz, Prothese entfernt, er liegt im Bett, die Decke liegt drauf, tut's weh. Liegt die Decke auf dem anderen Fuß und nicht auf dem Bein, tut's nicht weh. Cool, dass das funktioniert. Ja. Aber das ich glaube, dass es, ich glaube, das ist noch nicht die noch nicht annähernd das verrückteste Schmerzverhalten bei solchen Phantomschmerzen. Ja. Auch wenn es vielleicht merkwürdig klingt, wenn ein Patient seinen Schmerz erklärt. Wer kann es denn besser wissen, außer er? Also außer so ihm. Es. Was wir als Fachpersonen machen können, ist, gerade wenn ein Interesse vom Patienten da ist oder jetzt auch bei Kollegen, die da mehr dahinter steigen möchten, können wir nur das, was man aktuell darüber weiß, wiedergeben und so vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ich habe ja vorhin schon die Theorie angeführt mit diesen geschädigten Nervenenden, die ja wohl so nicht ganz ausreicht, um das zu erklären. Also dein Patient ist ein Paradebeispiel dafür. Warum sollten diese Nervenenden im Bett plötzlich am meisten feuern? Und in anderen Situationen, wenn er geht, ich nehme mal an, er geht mit Prothese. Macht er das? Ja, er geht mit Prothese. Macht kleine Prothese. Schritte. Ja. Man würde ja annehmen, wenn da Nervenenden einen neuropathischen Schmerz machen, die direkt am Stumpf liegen, dann müsste beim Druck der Prothese dieser Schmerz ja deutlich schlimmer werden. Allerdings ist das auch kein Einzelfall. Das weiß man generell, dass Prothesenversorgung Phantomschmerzen häufig deutlich reduziert. Und da kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Da geht es dann mehr um die Verarbeitung von Signalen aus dem Körper, um das Bild, um diese Karte, die du vorhin schon erwähnt hast. Mhm. Also wir haben nun mal eine Schaltzentrale, ein Gehirn, und im Gehirn werden alle Informationen aus dem Körper, die dort ankommen, verarbeitet. Und die werden eben auch Körperarealen zugeordnet. Also ein Signal, das aus meiner linken Kniescheibe kommt, wenn meine Kniescheibe mal wieder sich verabschiedet, da kann ich sehr genau sagen, von wo das kommt. Vielleicht kann ich es nicht genau der Kniescheibe zuordnen, aber schon sehr genau diesem Bereich. Wenn du ein Sandkorn zwischen den Zähnen hast oder im Auge, das kannst du noch deutlich genauer feststellen, wo das ist. Das ist auch das Faszinierende an dieser Karte, man nennt es auch Homunculus, dass nicht alle Körperareale gleich groß abgebildet sind. Also
unsere Hände, unser Mundraum, unser Gesicht sind sehr, sehr groß abgebildet. Auch die Füße noch relativ groß. Der Rücken beispielsweise eher nicht so oder unsere Oberschenkel. Da brauchen wir auch diese feine Zuordnung an bestimmte Stellen nicht so sehr. Und unser Homunculus ist nicht zwangsläufig so aufgebaut wie der echte Körper. Also es liegt jetzt nicht der Kopf da tatsächlich genau über dem Nacken und so weiter. Da sind schon Areale benachbart, aber die liegen teilweise anders, als der echte Körper aussieht. Und auch das ist ein Phänomen, das manchmal auftritt, dass Signale dann falsch zugeordnet werden. Also besonders häufig ist bei Hand- oder Armamputationen der Fall, dass entweder Gesichtsschmerzen mit den Phantomschmerzen einhergehen oder dass man Phantomempfindungen oder auch Phantomschmerzen über das Gesicht auslösen kann. Das erklärt man damit, dass die beiden eben benachbart sind. Unser Homunculus, unser Gehirn, hat ja dann quasi ein Areal, das für die Hand zuständig ist. Und dieses Areal bekommt nichts mehr. Das horcht in den Körper rein und da kommt nichts. Also sucht es sich Signale. Und es kann passieren, dass es dann Signale von Nachbarbereichen übernimmt oder die auch mit verwertet, weil es den Drang hat. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber weil der Drang besteht, die Sicherheit des Körpers zu überprüfen, die Integrität des Körpers zu überprüfen. Und da passiert es schon mal, dass ein Areal, das wenig genutzt wird, dass da auch ein anderer Bereich einwächst. Ich meine, ein Areal, wo die Hand fehlt, dieses Handareal wird halt auch nicht viel genutzt. Das Nachbarareal, das Gesichtsareal, wird dann eher einwachsen oder zumindest dieses Areal beeinflussen. Und dann gibt es Fälle, wo man das Gesicht berührt und dieser Mensch spürt es auch an seiner nicht mehr vorhandenen Hand. Es muss auch ein seltsames Gefühl sein, das man sich als nicht Betroffener kaum vorstellen kann. Also unmöglich. Unmöglich, ja. So. Er kann genau sagen, das ist jetzt mein kleiner Finger, oder teilweise können die das ganz genau sagen, und dieser kleine Finger ist nicht mehr da. Ja, völlig verkehrte Welt. Und wenn wir dann überlegen, dass Schmerz unter anderem als Schutzgefühl existiert, wie viel Sinn, oder nicht wie viel, sondern welchen Sinn macht dieses Gefühl dann? Weil wenn der Schmerz nach einer Operation auftritt oder nach einem Unfall, nach irgendeinem Vorfall, sage ich mal, dann kann es ja auch Sinn machen, dass ein bestimmtes Gewebe, wenn es dann unter anderem durch Umgewebe geht, zum Beispiel beim Supinationstrauma, also jemand ist umgeknickt und läuft hinterher vielleicht einen dick geschwollenen Fuß umher, da macht es vielleicht auch Sinn, dass der mal wehtut. Und den ganzen Bereich mal gefühlsmäßig unter Schutz setzt. Aber was bedeutet denn Schutz bei einem Körperteil, welches nicht mehr da ist? Oder welche Bedeutung hat das dann? Ist das überhaupt noch Schutz dann? Ich meine, was wir ja wissen, ist ja, dass das Nervensystem oder die Biologie dann, ich benutze gerne das englische Wort dafür, dieses Areal overprotected. Aber trotzdem, wie und welchen Zweck? Bei Phantomschmerzen können wir annehmen, dass es eben kein effektiver Schutz mehr ist, weil es ist ja nichts mehr da, was geschützt werden müsste. Der Körper hat gelernt, diesen Bereich zu schützen, ja, obwohl es vielleicht nicht sein muss. Und da, was war denn das? Weiß ich nicht. Ein Geräusch bei Stefan in der Praxis. Nicht, dass hier jemand rein wollte. Interessant. Nicht, dass der Chef reinkommt.
Jetzt habe ich den Faden verloren, oh Mann. Hier kam noch ein wichtiger Gedanke, den merke ich mir aber noch. Ich glaube, deiner passt vielleicht erst hin. Okay, ich gehe nämlich dann den nächsten Schritt. Mein Gedanke war folgender. Wenn es jetzt unter anderem auch um Schutz und vielleicht um ein Gefühl geht, was uns anzeigt, von wo eine Bedrohung kommen könnte, dann könnte das für mein Verständnis auch ein kleines bisschen mehr Sinn ergeben. Man muss sich das nur mal vorstellen, wenn jetzt jemand sein rechtes Bein verliert, dann fehlen 1/5 des Körpergewichts. Und aufgrund dieses fehlenden Körperteils, sprich, wir hätten schon auf der Landkarte, hätten wir schon eine Aktivierung, die dafür verantwortlich ist oder wo das zugeordnet werden kann, wovon ich mich vielleicht bedroht fühle. Weil das fehlt, stimmt mein komplettes Gleichgewicht nicht mehr. Es wäre so, als wenn der Mensch... Ja. Ich kann es nicht mal erklären als Beispiel. Als wenn alles nicht mehr stimmt. Kein Einbeinstand, und da kommt eine riesige Unsicherheit aufgrund einer Körperstelle, die nicht mehr da ist. Es gibt diese Theorie auch. Also die funktioniert noch ein bisschen anders. Das, was ich vorhin erklärt habe, diese Nachbarschaftshilfe oder das Nachbarareal im Gehirn, im Homunculus, wird abgehört, sage ich jetzt mal. Das ist ja nur eine der gängigen Erklärungen. Die ist aus meiner Sicht am häufigsten auch passend. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Es ist so, auch über spinale und periphere Wege gibt es da Möglichkeiten, wie der Mensch sensibler wird. Es ist ja nicht so, dass, wenn ich den Arm verloren habe, dass keine Nerven mehr vorhanden sind, die mal in diesen Arm geführt haben. Also den oberen Teil des Nerven, der in den kleinen Finger mündet, den gibt es ja dann noch. Und es ist so, dass unser Homunculus, wenn Signale ausbleiben, ja auch in den Körper mehr hineinhorcht, weil da nichts mehr kommt. Und damit kann es sein, dass auch von zentral aus diese peripheren Bahnen immer mehr hochstimuliert werden. Das heißt, dass der Homunculus versucht, sichere Signale von dort zu bekommen, zur Bestätigung, alles in Ordnung, aber es kommt halt nichts. Und dann wird es immer mehr hochgeschraubt und es kann sein, dass auch diese Signale dann als Schmerz, als Gefahr am Ende wahrgenommen werden. Also in meinem Verständnis spielen diese Mechanismen zusammen, natürlich mit vielen anderen, die im biopsychosozialen Verständnis eine Rolle spielen, also auch einfach dieser Blick auf die Bettdecke, wo das Bein dann gar nicht vorhanden ist, was das schon für ein Stressfaktor sein kann, potenziell. Das ist schon heftig. Und das führt mich jetzt auch zu meinem Punkt, den ich vorher ansprechen wollte. Dem Betroffenen oder auch einem Menschen das zu erklären, wie das funktionieren kann, ist ja das eine. Also die Landkarte, wo das Körperteil noch vorhanden ist, wo dann auch eben in diesem Teil der Landkarte ein Gefahrensignal entstehen kann. Ja, das ist das eine. Aber wie beruhige ich denn das Ganze wieder? Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, so jemandem zu helfen? Ich meine, Versuche gibt es da so weit, dass das noch mehr Dinge operiert, amputiert wurden. Also es geht wohl so weit, dass verarbeitende Nervenbahnen bis im Thalamus entfernt wurden, um Phantomschmerzen zu bekämpfen und Schmerzschrittmacher im Rückenmark und so weiter. Manches davon funktioniert auch teilweise. Das sind aber Dinge, die machen wir als Physiotherapeuten nicht und die sind auch nicht unbedingt das Erste, was man als Betroffener meistens machen möchte, nochmal rumoperieren und rumdoktern. Besser ist es ja, wenn man eine Möglichkeit findet, es selbst unter Kontrolle zu bringen.
die meisten Phantomschmerzen, die mir so in der Praxis begegnen, treten anfallsartig auf, sage ich mal. Also die sind nicht durchgehend, sondern die sind mal da und sind wieder weg. Und in der Situation kann es schon extrem erleichternd sein, wenn der Mensch weiß, dass er eine Möglichkeit hat, das zu lindern. Wenn der Betroffene weiß, was er tun kann. Sofern er an dem Punkt schon angekommen ist. Sofern er an dem Punkt schon angekommen ist. Du sprichst ja jetzt schon von jemandem, der schon in eine Handlung kommen möchte. Von selbst. Der ist ja schon an dem Punkt, dass das kein anderer mehr machen kann. Oder vielleicht, dass er herausfindet und auch an einem Punkt ist, wie er selber weitermachen kann. Gibt's? Weil erstmal muss er sich ja orientieren an die neue Situation. Und selbst das hat ja ganz, ganz, das ist ja ein riesengroßes Fass. Ja. Stelle ich mir gerade so vor. Ich habe jetzt vor mir schon den Patienten, der eher in der normalen Praxis landet. Das liegt daran, dass ich einfach mit frisch Amputierten keine Erfahrung habe. Also ich kann nur von Patienten sprechen, die schon etwas länger amputiert sind, die zumindest die Zeit hatten, sich kurz daran zu gewöhnen für einige Wochen zumindest. Und also meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Zeitpunkt oder deinen Einwand richtig einordne, meine Erfahrung ist, wenn ich den Leuten eröffne, dass ich Möglichkeiten sehe, die unter Umständen, also dass sie möglicherweise in der Lage sein könnten, wenn die Phantomschmerzen auftreten, die auch selbst zu lindern, dass die diese Möglichkeiten dann auch haben wollen. Ich meine, das kommt ja sowieso nur vor, wenn die auch mit diesem Problem bei mir ankommen, wenn mir jemand auch erzählt, naja, ich habe Phantomschmerzen und das schränkt mich ein, das schränkt meinen Alltag ein, dann gebe ich halt auch diesen Ausblick, naja, es könnte eine Möglichkeit geben, wie man die lindern kann. Und da sehe ich bisher keine Hindernisse, dass die Leute das nicht, dieses Werkzeug dann nicht auch haben wollen oder zumindest versuchen wollen. Mir gefällt dabei die Einstellung oder Formulierung, die nicht so klingt wie, das kriegen wir schon hin. Das hat er vielleicht alle schon gehört. Oder, ja, wird schon. Aber wenn du vorsichtig andeutest, ohne dich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass es da vielleicht Möglichkeiten gibt, wie er das selber unter Kontrolle kriegen kann. Das macht wirklich neugierig und kann vielleicht auch einem Patienten eine Richtung vorschlagen, die er vielleicht auch in der Intensität annehmen kann. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich gleich eröffnen. Ach, Phantomschmerz. Alles klar, passen Sie auf. Los geht's. Da ist der Spiegel. Wie das endet, hast du schon herausgefunden. Nicht immer. Nicht immer, zum Glück. Wie sagst du, da warst du ein bisschen zu schnell. Ja, ganz klar. Also da wollte ich den Helden spielen, wie so oft. Wer will das nicht? Ja. Funktioniert halt nicht immer, auch wenn es schön wäre. Ich meine, als Physiotherapeut geht man schon mit der Hoffnung ran, dass man Leuten auch helfen kann, denen bisher keiner helfen konnte, dass man echt auch mal glänzen kann und schwere Fälle wirklich hinkriegt. Und wenn da einer kommt, der hat Phantomschmerzen und man denkt, man hat Phantomschmerz verstanden, dann... Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber das weckt sehr viel Motivation in mir, wo ich dann das Gefühl kriege, boah, ich bin der dem jetzt helfen muss, weil dann stehe ich als toller Therapeut da. Phantomschmerzen sind sehr komplex, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für jeden, der diesen Leuten helfen will. Also deswegen versuche ich die Dinge hier auch immer, oder ich versuche die Dinge hier ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Denn es gibt gängige Theorien, man ist in manchen Bereichen schon sehr weit.
Aber es ist längst nicht alles bis ins kleinste Detail nachgewiesen. Das gilt für Schmerz allgemein, aber das gilt ganz besonders für diese Art von Schmerz, weil sie noch schwerer untersuchbar und auch auslösbar ist. Ja, nicht nur das. Und was ja auch noch schwierig ist, finde ich, sind die vorgeschlagenen Behandlungsmethoden. Wie sollten wir da vorgehen? Wenn das schon so ein großes, komplexes Thema ist, wie Schmerz ja generell ist, aber in diesem Fall Phantomschmerz. Naja, das ist genau der Punkt. Also ich möchte hier ein kleines Statement abgeben dahingehend. Auch Phantomschmerzen sind erstmal nur eine Diagnose. Vor uns sitzt ein Mensch, der in seiner Lebenswelt drin steckt, der Probleme hat, der Dinge hat, die ihm helfen, der in einem biopsychosozialen Kontext drin steckt. Immer. Auch bei Phantomschmerzen. Da sitzt nicht ein abgetrenntes Gliedmaß und sonst nichts, sondern da sitzt ein Mensch mit Erfahrungen, mit Gefühlen, vielleicht mit einem Trauma. Und es ist ganz wichtig, den auch mit Respekt und auf Augenhöhe zu behandeln und ihm die gleiche qualitative Behandlung zukommen zu lassen, wie jedem anderen, der mit Schmerzen zu uns kommt. Und du meinst in dem Moment auch nicht mit dieser starken Motivation heranzugehen und sagen, oder mit einer Einstellung, ich kriege diesen Phantomschmerz schon hin, weil halt ein Mensch vor uns sitzt. Ja. Erstens können wir das ja nicht hinkriegen. Und zweitens können wir das nicht hinkriegen. Ja, die Frage ist auch, ob das überhaupt hinzukriegen ist. Ja. Oder ob es nicht sinnvoller ist, Strategien zu finden, eine Lebensqualität wieder für diesen Menschen zu ermöglichen, auch wenn mal dieses Phantombein schmerzt. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Nur wenn jemand mit Phantomschmerzen kommt, heißt das ja nicht automatisch, dass sein alleroberstes Ziel ist, der Schmerz muss irgendwie weg. Ne? Wir sind ja Physiotherapeuten, wir können ja nicht nur uns mit Schmerzen beschäftigen, sondern auch vor allen Dingen da dem Patienten ein Begleiter sein, wie er wieder in seinen Alltag reinkommt, wie er wieder sich betätigen kann, wie er vielleicht auch mental gestärkt werden kann. Da sind wir, wenn jemand mit so einer Geschichte kommt, sind wir auch vielleicht einer der ersten Ansprechpartner. So ist ja, es. Weil das Bein wird, so wie es mal war, wird es ja nicht wiederkommen. So, also heißt es, das, was da ist, auch wenn es schmerzt, irgendwie, dass wir den Menschen begleiten, wie er sich selbst befähigt, sich Ziele zu setzen, realistische Ziele zu setzen und dann auch klarzumachen, woran er denn erkennt, dass er ein Stückchen weit in diese Richtung geht. Aber das setzt unter anderem ja auch schon einen Patienten voraus oder ein Verständnis von dem, von der allgemeinen Situation, die schon sehr darüber nachgedacht hat. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich würde schon sagen, die meisten Patienten denken da sehr viel drüber nach. Also gerade wenn es um eine Amputationsverletzung geht oder um eine Amputations-OP, ist das für die meisten Patienten schon sehr einschneidend und damit auch ein Thema, mit dem sie sich sehr, sehr, sehr eingehend beschäftigen. Zumindest würde ich das für einen großen Prozentsatz schon behaupten. Also die überlegen sich auch, wie kann ich das und das wieder hinkriegen, wie geht's im Job möglicherweise weiter, wie läuft das oder wie läuft es auch nicht. Aber es kann ja sein, dass dieser Mensch zwar Phantomschmerzen hat, aber sein oberstes Ziel ist, dass er die Treppe zu seiner Wohnung wieder hochgehen kann. Mit einer Prothese. Vielleicht ist da das Ziel gar nicht, den Phantomschmerz wegzuzaubern. So oder so ist erstmal das Entscheidende für uns,
einen ausführlichen Befund zu machen und diesen Patienten wirklich wie jeden anderen Patienten auch zu behandeln und ihm auf Augenhöhe zu begegnen, sich das anzuhören, was da vor uns für ein Mensch sitzt. Da war schon wieder ein Geräusch. Gespuckt. Wahrscheinlich. Ein Phantomgeräusch. Diese Geräusche, wo keine Menschen sind. Das siehst du mal, wie beängstigend es ist, wenn man Geräusche hört und nicht weiß, wo die herkommen. Jetzt stell dir mal vor, du hast Schmerzen an einer Stelle, wo du kein Körperteil hast. Das ist eine gute Metapher eigentlich. Ja. Es beschreibt, boah, das ist besser, als ich gerade gedacht habe. Es beschreibt sogar ziemlich gut, was auch die Erklärung für Phantomschmerzen sein kann. Wenn wir in einem unbekannten Areal sind, wo wir nicht mit Geräuschen rechnen, es ist vielleicht auch dunkel und dann kommt ein Geräusch, dann werden wir das auch hochregeln und noch viel, viel deutlicher und intensiver hören und auch reinhören, als das ohne ein Geräusch der Fall wäre. So geht es mir auch gerade. Ich kann es mir vorstellen. Ja, du hast ja die Gitarre hinter dir, die kannst du einem Einbrecher auch im Fall der Fälle mal über die Rübe hauen. So ist es. Also an unsere Zuschauer. Dann fixiere ich ihn mit Kinesiotape. Oder mit den Gitarrenseiten. Ja. An unsere Zuschauer, ihr könnt gerade einen Live-Einbruch bei Stefan beobachten. Aber ich werde beim Kinesiotape nicht die Ecken abrunden. Was ich dringend auch noch ansprechen möchte, wenn wir dann einen Befund vor uns haben, wo es tatsächlich auch darum geht, dass dieser Mensch diese Lösung auch mal ausprobieren möchte, wie man denn Schmerzen lindern kann, wenn sie mal da sind, Phantomschmerzen lindern kann, dann ist meine erste Herangehensweise, ich lasse jetzt mal eine Prothese außen vor, also der erste Schritt ist, auf einer Prothese gehen können, eine Prothese nutzen können, wenn denn diese Möglichkeit da ist. Das kann ganz wichtig sein. Auch das lindert Phantomschmerzen häufig, weil es dem Körper eben doch wieder ein Signal von dort gibt, auch einen optischen Input gibt und damit auch eine gewisse Sicherheit vermittelt wird. Auch das lindert Phantomschmerzen häufig effektiv. Wenn wir jetzt... Weil die Amputation ja unter anderem auch das Maß der Einschränkung reduziert. Die Prothese. Habe ich das nicht gesagt? Das meinte ich nämlich. Du hast gesagt, die Amputation. Ja. Die Prothese. Ja. Die Prothese, genau. Ja, ich habe es gedacht, aber wahrscheinlich was anderes gesagt. Und dieses Prinzip, dass man dem Körper vermittelt, dass er in Sicherheit ist, dass er Kontrolle hat, gibt es auch bei einer anderen Therapiemöglichkeit. Deswegen auch ständig dieser Spiegel, von dem ich spreche. Eine Methode, um Phantomschmerzen zu behandeln, ist GMI, Graded Motor Imagery. Auf gut Deutsch, Bewegung sehen, sich Bewegung vorstellen, all diese Prozesse in verschiedenen Abstufungen. Wir wissen, dass eine Bewegung, die man sieht oder eine Bewegung, die man sich vorstellt, dass die im Gehirn ganz ähnliche Prozesse ablaufen lässt wie eine tatsächlich ausgeführte Bewegung. Eine Phantombewegung quasi. Und Bewegung hat auch dann, beziehungsweise nicht nur Bewegung, auch Berührung und so weiter, kann dann auch schmerzlindernde Wirkung haben. Und das nutzt man bei dieser therapeutischen Herangehensweise. Das heißt, die Patienten lernen mit verschiedenen Abstufungen ihr Phantomglied zu behandeln, als wäre es im Grunde da. Das heißt, man kann Bewegungen als erstes mal beobachten, andere Gliedmaßen beobachten und diese Bewegungen auch mal nachvollziehen. Man kann lernen,
rechts und links zu unterscheiden. Dafür gibt es auch Apps. Die können wir euch auch gerne mit verlinken, was es da so gibt. Dann gibt es eben diesen Spiegel, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Man stellt also einen Spiegel, wenn es jetzt um die Hände geht, zwischen die Hände. Und man lässt den Patienten von der Seite hineinblicken, wo das Glied noch vorhanden ist. So entsteht eine Illusion, dass wieder beide Hände vorhanden sind oder auch Beine. Und dann lassen sich ganz verschiedene Herangehensweisen durchführen, um die Hand wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, dadurch, dass eine Hand zu sehen ist, kann der Patient dann auch Bewegungen ausführen, kann sich massieren lassen, auch das geht. Im Idealfall sind es aber Dinge, die er selbst macht, also die Hand in verschiedene Positionen zu bringen, wahrzunehmen, zu strecken, zu beugen, wie auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Techniken, die man dabei auch umsetzen kann. Und die dann auch dem Körper, dem Gehirn, unserer Biologie vermitteln, dass eine gewisse Sicherheit da ist. Wir können über unseren Sehsinn einiges da auch wieder an Sicherheit vermitteln und entsprechend diese Alarmstimmung im Körper wieder etwas runterfahren. Das funktioniert am Ende auch häufig ohne diesen Spiegel, indem sich der Betroffene die Bewegungen einfach vorstellt. Also das heißt, er lernt dann quasi das Phantom zu kontrollieren und das zu strecken, zu dehnen, zu bewegen, wie auch immer. Auch das kann Phantomschmerzen lindern, weil es eben auch die Verschaltung im Homunculus wegbringt von Gefahr hin zu Bewegung, zu Kontrolle. Das ist wohl aktuell auch eine der vielversprechendsten Methoden, um hier was zu bewirken. So. Auch da ist zwar wohl noch einiges an Bedarf, das zu erforschen, aber da lässt sich durchaus was bewirken. Auch wenn da noch viele offene Fragen sind. Stefan, hast du mal einen Blick auf unsere Kommentare geworfen? Gibt es denn auch da Fragen, die es zu beantworten gibt? Jonas ist ja in den Kommentaren unterwegs. Ja. Jonas hat eine interessante Sache aufgefunden. Gefunden. Und zwar geht es um einen Kommentar von Jesko, Jesko Streeck, dass die NOI, also die Neu Group, unter anderem auch davon ausgeht, dass sogar Gefäße im Homunculus abgebildet sind oder sein können. Und das lässt ja sehr interessante Gedanken zu. Die Kommentare von Jesko sind ein ganz kleines bisschen größer. Ein Gedanke von Jesko war zum Beispiel, wenn das Gehirn etwas versucht zu durchbluten, was vielleicht nicht vorhanden ist, also anhand der Informationsrezeptoren bekommt das Gehirn den Input, da fehlt etwas, eine Warnung. Oder das Körperteil vegetativ hochzufahren oder generell vegetativ hochzufahren. Und es kommt keine Rückmeldung. Genau. Und ein eigenes Beispiel von Jesko. Er hatte auf Facebook mal das Beispiel gezeigt, dass eine Patientin ein Gewicht berührt, jedoch nicht hebt. An der schmerzhaften Hand führte dies zu mehr Durchblutung. Moment, führte dies zu mehr Durchblutung, nur die Vorstellung. Auch interessant, als die Dame die Hand auf die kontralaterale Seite bewegte, sobald die Hand zur Gegenseite geht, sinkt die Temperatur massiv. Ich habe versucht, das durchzulesen, gleichzeitig irgendwie mitzuerklären. Kam irgendwie rüber, wie ich das meinte. Ja, ja. War gut. Okay, vielleicht kannst du das mit eigenen Worten nochmal ganz kurz wiedergeben. Eine Patientin, ich nicht sicher bin, ob das sollte ein Gewicht berühren, ohne es wirklich zu heben. Und allein die Vorstellung reichte, um die Durchblutung ihrer Hand deutlich hochzufahren. Wenn sie das dann auf der kontralateralen Seite gemacht hat, sank die Temperatur deutlich. Und Jesko hat eben auch erzählt, dass die Neu Group davon ausgeht, dass auch Gefäße
im Homunculus abgebildet sind, dass auch vegetative Reaktionen beispielsweise hier gesteuert und nachvollzogen werden. Das dann auch dazu führt, dass, wenn so eine Steuerung möglicherweise nicht klappt, dass da kein Feedback kommt, wie es erwartet wird, dass auch das zu Phantomschmerzen beitragen kann. So habe ich seine Aussage verstanden. Es ist generell faszinierend, was in unserem Gehirn alles passiert, wovon wir selbst keine Ahnung haben, also bewusst keine Ahnung haben. Wir spüren es ja teilweise auch, was in unserem Körper passiert, nur eben zu bestimmten Anlässen passiert es. Also ein frisch verletzter Knöchel, wie du ihn heute schon beschrieben hast, da spürt man schon manchmal die Durchblutung. Da kann das auch mal richtig pochen. Mhm. Das heißt, es ist da schon eine Wahrnehmung da, nur wir haben halt keine oder kaum Erfahrung mit dieser Wahrnehmung und können sie dann entsprechend auch nicht bewusst zuordnen. Beziehungsweise vielleicht gibt es diese Verbindung zum Bewussten dann auch teilweise gar nicht. Oder nicht in der Form, was es noch schwieriger macht. Gar nicht so einfach. Ich fand es ganz cool, bei der Recherche für heute zu sehen, dass es auch Phantomschmerzen an Stellen gibt, die wir generell so bewusst gar nicht wahrnehmen. Beispielsweise am Blinddarm, also am Appendix. Auch da kommen Phantomschmerzen vor. Oder das bei überrascht Zähnen. Mich. Also es ist nicht so, dass das nur bei Gliedmaßen der Fall ist. Ja. Und in solchen Fällen muss man dann manchmal auch andere Schmerzbekämpfungsstrategien wählen, wie Ablenkung, wie generelle Bewegung. Also da gibt es ja noch verschiedene andere Möglichkeiten, daran zu kommen. Aber das fasziniert mich schon, sowas zu hören. Es ist jetzt nichts, was ich in der Praxis so schon gesehen habe, aber es gibt wohl auch solche Fälle, von denen berichtet wurde. Fällt mir auch ein Beispiel ein, gerade als du das Thema reingebracht hast mit den Zähnen. Ich hatte mal einen Patienten, bei dem habe ich sehr schnell reagiert. Der hat nämlich im Alter von 50 keine Zähne mehr gehabt aufgrund von Schmerzen. Der kam wegen einer Kiefergelenksbehandlung, weil er so starke Schmerzen hatte. Und er hat dann weiter erzählt, dass da, wo die Implantate sitzen und die große Brücke oder was da noch vorhanden war, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, ob da noch ein Zahn war oder nicht. Ringsherum in dem ganzen Bereich waren tatsächlich Schmerzen im Mund. Und er hat auch schon diverse Behandlungen hinter sich bringen können, die unter anderem darauf abzielten, die Nervenversorgung, ich nenne es mal der Kauleiste, zu verhindern. Und da wurden Nerven tatsächlich gezogen, aber alles ohne Erfolg. Da war ich sehr motiviert und habe mir Zeit genommen, mehr als eine Behandlungseinheit im normalen Takt. Und in der zweiten Einheit, also in der ersten Einheit, fand er das sehr aufschlussreich. So hat noch niemand mit ihm das genau besprochen. Und in der zweiten hat er mich gefragt, naja, wollen wir denn nicht nun mal langsam was machen? Wollen Sie nicht mal an meinen Nacken jetzt ran? Also vielleicht habe ich sein Problem verfehlt in dem Moment. Weil ich gedacht habe, da glaube ich, hatte ich was verstanden in dem Moment. Ich habe eine Idee, wo das hin oder womit es vielleicht zusammenhängt oder was da vor mir sein könnte. Aber da war ich zu schnell. Ja. Da hat es auch nicht geklappt. Da möchte ich, haben wir noch einen guten Kommentar? Ansonsten würde ich da draußen Fazit machen. Zieh ein Fazit. Ich ziehe ein Fazit. Es gibt spezielle Behandlungsmethoden, gerade aus dem GMI, die viel mit Bewegungsvorstellung, mit optischen Bewegungen zu tun haben. Auch im Virtual Reality Bereich gibt es da schon Methoden, wo man auch diese Brillen aufsetzt und dann eine Hand oder einen Fuß vorgegaukelt bekommt.
Also diese Methoden gibt es. Nur es ist exotisch, Phantomschmerzen vor sich zu haben, würde ich sagen. Und das ist eine Fehlerquelle. Also es, zumindest für mich. Ich neige dazu, wenn ein Mensch so eine Besonderheit hat, mich voll auf die zu stürzen. Mein Appell an alle Kollegen da draußen ist, haltet euch da ein bisschen zurück. Es muss nicht sein, dass das das Hauptanliegen des Patienten ist. Vor euch sitzt ein Mensch wie jeder andere. Ja, okay, der hat eine Besonderheit, die vielleicht auch auffällt, aber die hat jeder von uns an der einen oder anderen Stelle. Reduziert diesen Menschen nicht darauf. Bitte nicht. Macht genauso wie bei jedem anderen Patienten. Sprecht mit diesem Menschen, hört ihm zu, hört euch an, worum geht es eigentlich? Warum ist der hier? Was ist sein Thema? Was möchte der vielleicht wieder können? Wobei möchte der besser werden? Und erst dann geht langsam Schritt für Schritt in das Thema rein. Und zwar in einem Tempo, das für den Patienten okay ist. Und macht euch dabei bewusst, wenn ihr selber noch nie Phantomschmerzen hattet, und die meisten von euch hatten das vermutlich nicht, dann könnt ihr das nicht nachvollziehen, zumindest nicht zu 100%. Es ist wichtig, sich da reinzufühlen, so gut man kann, ja, aber es geht nicht zu 100%. Und ich glaube, es gehört zur Empathie dazu, das auch dem Patienten klar zu zeigen. Ich versuche das nachzufühlen, ich bin mir aber bewusst, dass ich das nicht spüren kann und nicht genau verstehen kann, was Sie hier für ein Problem haben. Ich versuche mit Ihnen gemeinsam das zu lösen, aber ich kann das nur von außen betrachtet tun und möchte Ihnen hierfür meine Hilfe anbieten. Das finde ich ganz wichtig. Reduziert eure Patienten nicht auf ein fehlendes Gliedmaß, sondern seht auch hier den ganzen Menschen vor euch. Das wäre mir hier ganz wichtig. Das kann ich nur unterstreichen. Jeder von uns ist hier oder da mal schnell und motiviert. Und es hilft nicht nur bei Menschen mit Phantomschmerzen, sondern auch generell mal einen kleinen Schritt zurückzugehen, ja, und Leine zu lassen. So ist es. So ist es. So. Ich habe hier ein neues Nocebo der Woche. Ich hatte es hier. Super, ich habe hier kein Nocebo der Woche mehr. Moment, ich habe es gleich wieder. So. Jawohl. So. Und zwar ist das eine Aussage, die ich mitgebracht habe, die von einer Gesundheitsseite kommt. Hier spricht quasi ein selbsternannter Rückenexperte. Ich fand es ganz interessant. Es ist kein klassisches Nocebo, aber ich fand es ganz interessant, es mal zur Diskussion zu stellen. Ich lese es mal vor. Es gibt auch ein dazugehöriges Video. Ich möchte aber hier niemanden offiziell verlinken oder ähnliches. Ich lese es vor. Stefan, man hört dich tippen. Okay, lies es vor. Letzte Mahnung. Das Nocebo der Woche. Die Bandscheibe ist ein Gelenk und kein Stoßdämpfer. Nur weil hier so viele Mythen umherschwirren und die Bandscheibe falsch verstanden wird, werden hier oft einfach falsche und oft schädliche Tipps gegeben. Du darfst nicht joggen, weil du einen Bandscheibenvorfall hattest. Wer kennt diese Empfehlung nicht? Du musst dich schonen, bla bla. Oh, hier geht's ganz gut los. Abnutzung, Verschleiß. Oft wird behauptet, es sei oder durch zu viel Belastung. Okay, hier fehlt ein Teil, aber macht nichts. In Wahrheit ist es so, dass der Knorpel Belastung braucht, um gesund zu bleiben und baut ab, wenn ich ihn zu wenig benutze. Und das gilt auch für den Knorpel in der Bandscheibe. Man muss Druck erzeugen, damit der Körper einen Grund hat, Material einzulagern. Nur so haltet ihr eure Bandscheiben dick und gesund. Klingt doch super, oder? Die Muskeln wie Bauch- und Hüftbeuger um die Bandscheibe herum
müssen auf Länge trainiert werden, weil sie uns sonst immer in diese Buckelhaltung nach vorne ziehen. Und das gilt für uns alle, da wir grundsätzlich zu viel sitzen. Deshalb ist es so wichtig, hier in die Extension zu gehen bei den Übungen. Sonst quetsche ich meine Bandscheibe irgendwann hinten raus und dann habe ich den Bandscheibenvorfall und dann ist es zu spät. Du hast Fragen oder Anregungen? Ab in die Kommentare. Euer Rückenexperte. Erklärt hat er das Ganze dann mit einem Ball. Also das heißt, ich zeige jetzt hier kein Bild, ein Ball, der quasi sich nach vorne und nach hinten bewegt, eben wie so ein Kugelgelenk. Das Ganze fing wissenschaftlich nicht ganz korrekt an, aber ich wurde da verlinkt und fand es erst echt vielversprechend und dachte mir so, ja, okay, man kann da noch genauer werden, aber Belastung auf die Bandscheiben klingt doch gut. Nur das Fazit am Ende, das er bringt, ist, die Belastung in die Beugung ist schlecht und die müsst ihr schon verhindern, weil ihr alle zu lange sitzt und ihr vorne lang werden müsst und da könnt ihr darauf warten, dass es am Ende hinten raushüpft. Also leider aus meiner Sicht den Bogen nicht ganz geschafft. Den Hinweis zum Anfang fand ich allerdings sehr positiv, dass die Bandscheibe durchaus belastet werden muss und dadurch auch stärker wird. Also man muss hier nicht nur, ich finde, man sollte hier nicht nur das Negative sehen. Leider kam es dann auch hier sehr schnell wieder in diese Haltungsrichtung. Und das mit der Haltung ist halt doch ein bisschen komplexer. Die beste Haltung ist, wenn dann wahrscheinlich eher die nächste. Unser Körper ist für Belastung und für Bewegung geschaffen. Und ich glaube, da kann man hier noch ein bisschen das Ganze schärfen, würde ich jetzt mal sagen. Weil im Zweifel kommt hier eben dann doch wieder rüber, eure runde Haltung ist schlecht, passt auf die auf. Und das ist nun mal so einfach nicht zu sagen. Genau, das ist es. So einfach ist es nicht. Genau, wie auch bei unseren Amputierten. So, es hat mir großen Spaß gemacht. Die erste Folge im neuen Jahr, Stefan, liegt hinter uns. Toll, dass wieder viele mit dabei waren. Jesko, vielen Dank für deine Kommentare. Das freut mich immer besonders, wenn ich auch von Kollegen höre, die Ahnung haben von Themen, die auch tiefer einsteigen. Wir versuchen hier immer diesen Spagat ein bisschen hinzukriegen, dass wir einigermaßen in die Tiefe gehen. Ich glaube, wir können das besser als in einem einfachen Post. Trotzdem ist es in diesem Format auch zeittechnisch nicht möglich, alles bis in die extreme Tiefe zu beleuchten. Ich habe auch das Gefühl, das funktioniert in den Kommentaren dann teilweise vertiefend auch sehr gut. Es ist auch schön, die Diskussionen im Nachhinein immer wieder mal zu lesen. Und es freut mich sehr, dass ihr euch da auch so beteiligt. Das ist echt eine coole Sache. Wir werden das jetzt auch so weiter durchziehen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge in 2 Wochen. Stefan, ja. Irgendwelche Worte zum Abschluss, zum Abschied? Ich habe keine Abschiedsworte. Schön, dass ihr dabei wart. Falls euch dabei irgendwelche Gedanken gekommen sind oder Fragen gekommen sind, schreibt uns doch gerne. Ja, dann bleiben wir im Austausch und können, weil wir auch nicht alles wissen, können auch noch etwas dazulernen, weil nur im Austausch kann es funktionieren. Also dann im Voraus schon mal vielen Dank. Klasse. Super. Dann, wir hören und sehen voneinander. Stefan, mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Und ciao. Bis bald. Servus. Ciao. Autsch, der Schmerztalk von Best Basis effektiver Schmerztherapie.